Kenneth Erskine wurde im Jahre 1962 in England geboren. Er wurde bekannt als Stockwell Strangler. Seine Mutter war Engländerin, sein Vater entstammte aus Antigua. Beide Eltern verließen ihn früh und er besuchte Sonderschulen. Erskine wurde ein sehr erfolgreicher Einbrecher, so erfolgreich, dass er 10 Konten besaß, auf denen er seine Beute verteilte. Am 9. April 1986 brach Erskine in die Wohnung von Eileen Ems ein. Er vergewaltigte die 78-Jährige, bevor er sie erwürgte. Als er die Wohnung verließ, nahm er ein Fernsehgerät mit. 2 Monate später, am 9. Juni 1986, starb die 67-Jährige Janet Cockett in ihrer Wohnung. Man fand einen Handabdruck von Erskine am Fensterbrett. Am 28. Juni 1986 missbrauchte und ermordete er den 84-jährigen Rentner Valentine Graham und den 94-jährigen Zbigniew Strababa. Wenige Tage später, am 8. Juli, missbrauchte und erwürgte der junge Mann einen 84-jährigen in dessen Wohnung. Am 21. Juli 1986 starb der 74-jährige William Downs. Er war ebenfalls missbraucht worden. 2 Tage später wurde die Leiche der 83-jährigen Witwe Florence Tistell gefunden. Erskine konnte zunächst mit 4 der 7 Morde in Verbindung gebracht werden. Am 28. Juli 1986 konnte er endlich verhaftet werden. 7 Morde hatte er mindestens begangen, auch wenn er vermutlich mehr beging. Und auch für mehrere Fälle Beweise fehlten. Untersuchungen ergaben, dass er auf dem geistigen Stand eines 11-Jährigen gewesen sei. Am 29. Januar 1987 wurde Erskine zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Richter empfahl ein Minimum von 40 Jahren Haft, bevor Bewährung überhaupt in Betracht gezogen werden kann. 1996 rettete Erskine einen Mitgefangenen, Peter Sutcliffe, den sogenannten Yorkshire Ripper, im Gefängnis vor einem Mordversuch. Im Jahr 2028 könnte Erskine auf Bewährung freikommen, dann wäre er 66 Jahre alt.